Hallo zusammen, hier ist wieder Jla und heute bin ich mal wieder für euch in Legion unterwegs. Und zwar wollte ich euch noch ein paar Schätze zeigen in Suruma. Ich habe nämlich das Problem hier gehabt, dass ich bei 42 von 45 Schätzen keine mehr gefunden hatte. Ich habe mir das Addon Handy Notes draufgeladen. Ihr seht, ein paar in anderen Gebieten sind hier noch offen. Also das Addon ist definitiv installiert, aber es zeigt mir hier überhaupt keine Schätze mehr an. Anscheinend fehlen ein paar im Handy Notes. Deswegen habe ich mich entschieden, da nochmal ein bisschen nachzuforschen und habe jetzt noch ein paar mögliche Punkte gefunden. Und der erste Punkt, der in Handy Notes definitiv nicht drin ist, ist hier relativ weit unten in diesem kleinen Dorf. Jandvik heißt es. Und zwar gibt es da einen Turm, wenn man dem hochgeht. Also sprich, ihr seht ja, es gibt nur diesen einen Turm hier in dieser Stadt. Und wenn ihr hochgeht, dann ist hier oben noch eine Kiste. Die machen wir jetzt auf. Jetzt habe ich 43. Ich brauche noch zwei. Ich werde jetzt die anderen Punkte, also den hier, den ich im Internet gefunden hatte, der war nicht sonderlich ergiebig. Ich werde jetzt die anderen Punkte ablaufen und schauen, ob ich da vielleicht noch eine Treasure Chest hab, die man gebrauchen kann. Und ja, vielleicht kriege ich es in dem Video noch alles zusammen. So, der zweite Punkt, den ich hier rausgesucht habe, ist hier auf diese Insel, beziehungsweise hier steht in der Unterwasserhöhle. Und ich nehme mal an, dass es diese hier ist. Also sprich, vom Westen schwimme ich jetzt auf diese kleine Insel hier zu. Und dort, wenn man ein bisschen abtaucht, habe ich dementsprechend hier eine Höhle gefunden. Übrigens, das Makro mit den TomTom-Koordinaten, das packe ich euch dann unten auch in die Videobeschreibung. Schauen wir mal. Ah, hier ist noch eine. Dann fehlt mir nur noch ein Schatz. Also sprich, hier habe ich einen gefunden. Da seht ihr die TomTom-Ko- oder die Koordinaten. Hier eines in der Unterwasserhöhle. Zum Beispiel bei 44. Und ja, hier war bei mir nichts. Vielleicht ist bei euch noch was. Jetzt werde ich noch das letzte hier versuchen. Inside the Legion Ship steht da zumindest. Und da werden wir jetzt gleich mal schauen, ob ich dort fündig werde. So, jetzt gucke ich mal, ob der letzte Spot noch ergiebig ist. Und zwar im Nordwesten bin ich hier ganz oben. Und hier ist so eine Bärenhöhle. Und da soll dementsprechend auch noch eine Kiste sein. Mal gucken, ob da eine ist, beziehungsweise ob ich die schon gelootet habe. Nein, das sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich da bloß noch hinkommen. Tja. Vielleicht wenn wir hier auf dem Stein und dann nochmal eins höher. Gehen wir aus dem Stealth raus. So, also hier schaut schlecht aus. Ah ja, so kommen wir auch. Okay, wunderbar. Tada! Das haben wir auch fertig. Das sind die 45, ja, 45 Schätze. Jetzt muss ich nur noch ein paar Rares hier machen. Da sind aber manche ein wenig verbuggt noch. Da warte ich noch auf GM-Tickets. Aber ja, gut. Denke ich mal, sobald wir da Antwort haben, wird das auch fertig sein. Beziehungsweise manche sind auch nur temporär da. Also wenn bestimmte World Quests sind, ist immer ein bisschen schwierig, da alle zu kriegen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video so ein bisschen weiterhelfen. Mir haben diese Tipps weitergeholfen aus dem Internet, dass ich da die letzten drei zusammengekriegt habe. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen zusammenfassen und ihr habt da ein bisschen schneller Luck, als ich das hatte. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.